So, das ist die Person direkt vor uns. Oh Gott, wir brauchen direkt einen Krankenwagen. So, oh Gott, ja, hier. Okay. Ich guck schon mal. Okay, okay, okay. Mein Auto wiegt paar Tiger, das kann ich Ihnen sagen. Oh, oh Gott. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich melde mich nach dem schönen langen Urlaub wieder zurück aus dem Police Department hier. Wir haben direkt einen Einsatz, dann würde ich sagen, erster Einsatz nach unserem Urlaub. Wir haben heute die Nachtschicht und das finde ich auch nicht immer so schlecht, da funkeln die Lichter. Schön. So, was haben wir für eine Einheit? Ich würde sagen, wir fahren mit Code 2 einmal hin. Ich habe gar nicht gesehen, was wir hier gerade für einen Einsatz haben. Wir müssen auf jeden Fall irgendetwas an einem Auto feststellen, habe ich gesehen. So, das ist die Person direkt vor uns. Oh Gott, wir brauchen direkt einen Krankenwagen. So, einen RTW brauchen wir direkt. Ambulance. Assistance required in Pillbox Hill. Der ist hier wahrscheinlich, wie auch immer der das hier gemacht hat, ob der falsch gefahren ist oder sonst was. Wir sperren hier einmal die Spur ab. Hier sollte möglichst niemand langfahren. So. Moment. Ja, so. Passt schon. Gut. Dort kommen die Sanität auch schon. Hier machen sie ihre Leerfahrt. Die da dran, Los Santos Verkehrsgesellschaft. Okay. Gut, ich würde sagen, wir überprüfen hier einmal, während die Kollegen die Arbeit machen und das Kennzeichen. Ob es hier Auffälligkeiten gibt. Chris Wiseman. Okay. Das darf hier schon mal überhaupt nicht mehr im Betrieb sein, das Auto, zumindest auf den öffentlichen Straßen. Okay, CPR ist gefällt, dann würde ich sagen, rufen wir die Crime Scene Investigation. Wo sind sie hier, unsere Kollegen? Und hier von... Ach, hier sind sie, okay. Dann brauchen wir die einmal. Und der ADAC kümmert sich auch um das Auto. Sehr gut. Wurde von einer Handfeuerwaffe. Moment mal. Das bedeutet, hier muss jemand auf die Person geschossen haben. Die wird jetzt wahrscheinlich hier weg sein. Ah, hier läuft. Na gut. Ja, die Kollegen. Ich will die echt alle nochmal einen Führerschein machen. No joke. Gut, dann nehmen Sie hier einmal den Herren zu sich. Wo haben Sie geparkt? Ja, okay, haben Sie wieder den alten Einsatzwagen hier genommen. Alles klar. Der Staat zahlt ja nur für neue und Sie nehmen die alten. Haben Sie klasse gemacht. Gut, dann würde ich sagen, können wir die Spur wieder freigeben. Und ich verdrücke mich hier auch direkt einmal. Ja. Und so. Und Einsatz beendet. Wir haben eine Person gemeldet bekommen, die unter Einflussmitteln hier fährt. Ja, das machen sie super. Rammen sie ruhig mein Auto. Hat ja nichts gekostet, ne? So. Ja. Selbst ins Ausgespielt, ne? Ich hoffe mal, das ist ihr Auto. Na, hallo. Was ist denn das hier? Jetzt werden sie mal nicht frech, ne? Ach, egal. Die Kollegen machen eh nichts. Sie können ein paar aus dem Maul von mir aus kriegen. So, oh Gott. Ja, hier. Shit.
ambulance. Backup required in Mirror Park. Ich war's nicht. Da, wir schieben's einfach auf den anderen Typen. Bei dem fällt das nicht auf. So, sie können... Oh, Moment mal. Nein, falsche Richtung, so. Ach komm, der lebt doch bestimmt noch. So, jetzt machen sie sich an die Arbeit. Ich muss kurz... Oh! Mann, ist heute aber auch wieder rutschig hier. So. So, wo der gerade hier steht, da kann die Dame stehen bleiben. So, jetzt steigen sie mal bitte aus. Weil sie haben hier gerade eine Person überfahren. Und das geht natürlich nicht. Zum Glück lebt die noch, wie ich gerade erfahren habe. Sonst wären sie jetzt wegen Mord dran. Weil ich bin Meister in Lügen. So, dann würde ich sagen... Attention, this is dispatch. We are code 4. No further units required. So. Assistance needed in, ich taste kurz ab, ob sie etwas Gefährliches wie Drogen oder Alkohol bei sich haben. Taschenkamera und Schlüssel. Na gut, diesmal nicht. So, wir checken einmal hier das Kennzeichen ab. Ja, passiert erstmal nichts. Dann rufen wir den, hab ich gerade nicht vertippt. Nee, den brauchen wir gerade ehrlich gesagt nicht. So. So, da kommen die Feldjäger auf jeden Fall. Frag mich immer noch, warum die Feldjäger bei uns im Einsatz sind, aber egal. Ach, Registration abgelaufen, keine Versicherung. Danke, Sie müssen mich hier nicht doppelt beschallen, einmal erreicht. Gut, da haben wir jetzt volle Programm hier. Fast das volle Programm, glaube ich sogar. Ah, also, hallo. Also, nee, also jetzt reicht's wieder, weil... Was haben denn die Leute hier noch? Ey, lass mich rüber. Nein. Ey! Jetzt reicht's mir aber so langsam mal. Die Stadt. So. Jetzt reicht's mir aber so langsam mal, ne? So, jetzt nehmen sie mal schön die Flossen hoch. So, kann ich, ja. Schön auf dem Boden dort. Gibt's doch einen Schlag. Ja, wenn sie nicht hören wollen, ist aber Pech, ne? Ich bin hier der King, sagen wir mal so. So, wenn sie nicht wollen, dann gehen wir jetzt sehr aggressiv dran. Sie haben da irgendwas am Bein, sagen wir es mal so. So, erstmal noch den Arm brechen. Und dann gibt's noch eine Respektschelle von meinen Kollegen. Ansonsten muss ich auch mal hier ihr Auto abschleppen, weil sie zu blöd sind zum Fahren. So, ich habe jetzt keine Zeit hier noch zu verweilen. Denn ich habe direkt schon einen neuen Einsatz und sportlicher Übergang. Und... Ha, heute haben wir noch kein Verkehrsschild umgefahren. Ach nee, nicht schon wieder die Autobahn. Da habe ich ja am wenigsten Lust drauf. Ne, ach Gott, was soll denn das? Fahrt mir doch nicht alle in meinen schönen Hammer rein, also. Ihr habt sie wohl nicht mehr alle. Am liebsten würde ich den jetzt anhalten, aber ich muss zu einem Einsatz. Ich weiß nicht mal, worum es geht. Das weiß ich nie, weil ich kann halt nicht lesen. So, direkt vor uns sollte das hier direkt auf der rechten Seite sein. Und wir sind richtig. Nein, sie bleiben hier. Wehe, sie fahren jetzt hier weg. So, aussteigen. Schön aussteigen. Schickes Auto, ob ich mir... Ach nee, ich habe ein geiles Auto. So, auf dem Boden. Oh, ich sehe da drüben gibt es auch noch Stress. Da rennt eine Person. Okay, so. Zero, wer ist mein Transporter? Backup required in, La Mesa. Und für ihr Auto. Backup required in La Mesa. So, wenn die wegrennen, sind sie selber dumm. I don't know. So, was haben wir denn hier noch drüben? So, ich hab sie im Auge. So, hier haben wir schön
Also die Leute, die dieses Auto fahren, die werden öfters ausgeraubt, als ich hier angeschossen werde. Das muss ich echt mal so sagen. Wir brauchen hier auch noch mal eine Abschleppkraft. So wie ich die Leute kenne, die diese Karren fahren, melden die eh nicht als gestohlen. Denen ist das scheißegal. So, auf wen ist das registriert? Clocker Patterson. Na, bei dem Namen würde mich auch nichts wundern. Nicht gemeldet. Ja. Super. Wundert mich ehrlich gesagt nicht. So, wo ist denn hier der ADAC? Der fährt der gerade da unten auf den... Hä, bin ich irgendwie blind oder... Na egal, sollen die machen. Ich bin hier fertig. So. Ich bin hier fertig. Und dann können wir auch schon zum nächsten Einsatz düsen. Ein gefahndetes Auto direkt hier auf dieser Straße. Und das müssen wir jetzt erstmal anhalten. Und hier alles prüfen direkt vor mir. Das hier. Okay. Ich rufe schon mal. Okay. Ich rufe direkt noch ein paar Kräfte. Oh Gott. Was machen die denn da? Los Santos Police Department, nehmen die Waffe runter. Oh Gott. Okay. So. Oh. Wurde er getroffen? Okay, wir brauchen sofort einen Rettungswagen. Gut, dann fragen wir einmal das Kennzeichen in der Weile ab, wenn das funktionieren würde. So, 73 HPT 518. Steve Merchant. Okay. Wurde aber nicht vermisst. Oh. Die Person liegt hier hinten. So, wo ist denn ihr Kollege? Okay, den gehen wir auf jeden Fall zur Fahndung frei. Oh Gott, was? Wo wird hier geschossen? Hier hat wer geschossen. Wo kam der Schuss her? Nein, nee. Haben wir den angeschossen? Nee, der fällt ganz normal. Okay. Ich würde sagen, wir tun das den Tatton Ermittler hier überlassen. Und hier wollte sich jemand nicht um sein Auto kümmern, klasse. Okay, dann würde ich sagen, okay, die sind da. Dann können wir schon mal den Tatort hier verlassen. Wir haben nämlich direkt einen nächsten Einsatz. Wir haben, okay, wahrscheinlich eine Verkehrskontrolle, so viel wie ich gerade noch lesen konnte. Direkt vor uns. Kommt direkt auf uns zu. Okay, wir rufen direkt Verstärkung. Wir sollen den Fahrer stoppen. Mache ich doch gerne. Da machen wir mal unsere Sirene an. Und? Alter, mein Auto wiegt paar Tiger, das kann ich Ihnen sagen. Oh Gott. Ich hoffe, die sind noch am Leben, sonst... Okay. So, auf dem Boden. Police Department auf dem Boden sofort. Ganz langsam. Und sie auch. Auf dem Boden. Ganz langsam, ich will ihre Hände sehen. Auf dem Boden sofort. So, einmal. Gut. Oh Gott, was? Was war das denn hier gerade? Okay, ich
schaut mal eben, ob sie was bei sich haben, was mir gefährlich sein könnte oder was sie nicht bei sich tragen sollten. Rohr mit hellbraunen Pulverresten, okay. So, dann würde ich sagen. Ja, sieh schön auf den Boden einmal. Okay. Dann würde ich sagen, rufen wir einmal für die Dame schon mal einen Transporter. Bei den so. Wurde das Auto irgendwas gestohlen? Oder keine Registrierung gemeldet? Andre Jackson. Keine Auffälligkeiten. Wird trotzdem von uns sichergestellt. Gut. Da kommen die Kollegen, die kümmern sich um den Rest. Der ADAC ist auch schon vor Ort. Gut, dann sind wir hier auch fertig mit unserem Einsatz. Okay, wir haben ein Grand Theft Auto. Das bedeutet, wir dürfen mal wieder unsere Freunde von der Luftwache mit ins Boot holen. Wo fährt denn der lang? Was machen Sie denn hier? Okay. Komm, fahr doch in die Richtung bei mir. Los. Okay, wir kommen Ihnen schon mal näher. Wir rufen direkt eine Verstärkungseinheit. Oh ja. Was? Wie zum... Die Schwerkraft hier in Los Santos ist aber sehr mysteriös. Ja, Sie können schöne Kurven machen, ne? Vielleicht haben Sie nur noch drei Reifenleitlinien, wenn Sie nicht sofort anhalten. Was machen Sie, die schönen Verkehrsschilder? Die zahlen Sie von Ihren Steuern nur so mal nebenbei, also... Ah, jetzt reicht es wieder so lange. Hey, dein Auto rutscht auch so schön, ne? Ach Mann, wir müssen das Auto ran. Okay, ich würde sagen, wir fordern eine Straßensperrung an. So, Zugriff, Zugriff. Los Santos Police Department aus dem Auto. Aus dem Auto sofort. Auf den Boden. Ja, wir sichern sie gerade. Gut. Sie sind festgenommen. Schön, ich glaube, wir sollten uns hier nicht so nah kommen. So. Wir müssen nämlich hier noch die Personen. Mal sehen, ob die, ja, hier irgendwas weiß ich haben, was sie natürlich nicht haben sollen. Wie zum Beispiel ein Rohr mit braunen Pulverrückständen, warum auch immer man sowas hat. Oder wie man auch immer so... Beutel mit hellbraunen Pulver. Weiß man nicht, was das für ein ist, aber ich kenne keine Drogen, die hellbraun sind. So, hier haben wir einmal ein Scharfschützengewehr. Wie ich sehe, haben sie keine Berechtigung für diese Waffe. Deshalb können wir bei ihnen noch ein paar Jahre gratis draufhauen. Ja, sie... Die unnötigen Kollegen, ne? Wir haben hier die Rettungskräfte, die brauchen Unterstützung. Was gibt es hier? Hä? Achso, okay, wir haben hier noch... Achso, wir müssen den Rettungswagen hier unterstützen. Warum auch immer. Okay, dann tun wir das noch. Die Kilometer ins Krankenhaus. Da sitzt auf jeden Fall jemand alleine hinten drinne. Muss ich das verstehen? Ich denke nicht. Aber ich frage mich gerade, wieso wir den Escort-Service hier spielen müssen. Ich hoffe mal, hier gibt keine Übergriffe. Vielleicht ist das ja sonst wer. Fernsehstar oder sonst was. Ja, sie sollten trotzdem sich an die Regeln halten.
Ja, melden Sie sich beim Krankenhaus oder bei uns. Nee, beim Krankenhaus. Ich zahle hier nichts. Ah, ich hätte jetzt um 5er gewettet. Die fahren noch mal hinten rein, aber okay. Schöne Schlangenlinien fahren, damit wir natürlich hier ein bisschen frische Atemluft reinkriegen. Gut, da vorne ist auch schon das Paramedic Center. Gut, die dürfen da trotzdem nicht hin auf die andere Straße. Ja, fahren Sie ruhig nochmal gegen. Ja. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die. Gut, ich würde sagen, ich habe meinen Job getan. Ja, fahren Sie ruhig die Dame an. Ist ja nur ihr Platz. Also irgendwas ist hier sehr komisch. Moment mal, die Dame, die halten wir jetzt einmal an. Moment. Stopp. Auf den Boden. Ich habe gerade hier den Sinn nicht hinter verstanden. Oh. Ich muss sie erstmal fesseln, damit ich sie hier kurz mal überprüfe, was das Ganze hier wird. Sind die jetzt der Vater oder wie muss ich das hier verstehen? Terroristenmaske, Taschenlampe, rostiger Löffel und Rohrmetallbronnenpulverristen. Okay. Moment mal, wir machen mal mit ihnen einen Drogentest. So. Danke. Negativ, dann. Okay, der düst auf jeden Fall hier ziemlich schnell. Oh, haben wir hier noch was? Okay, dann. Ah! Was war da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir brauchen sofort. Wir brauchen hier sofort einen für eine Feuerwehr. Gibt's hier noch lebende Personen? Oh Gott, wir brauchen sofort einen Krankenwagen. Moment, Panikbutton, Panikbutton. Oh Gott, wir müssen sofort die Straßen absperren. Gut, die Kollegen kümmern sich hier einmal. Krankenwagen wird auch direkt gerufen. Okay. Sie dürfen gehen. Ja, nicht hier unbedingt lang. Gut. Ja, kommt ja auch noch die Feuerwehr und der Krankenwagen. Wollen die mich veräppeln? Wo fahrt ihr denn rum? Hier sind sie endlich. Ja, inzwischen ist es ausgebrannt, ne? Gut, wer sind sie jetzt hier eigentlich? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Okay, wir haben hier schon kleine Anzeichen darauf, dass der hier irgendwas genommen hat. Machen wir gleich mal einen Narkotik-Test hier mit dem Herren. So. Einmal bitte hier reinposten. Weiter, 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 weiter. Danke. Gut, dann brauche ich auch nichts weiter von Ihnen. Sie sind hiermit festgenommen wegen Betäubungsmittel am Steuer. Gut, die Kollegen kümmern sich um sie. Ich kümmere mich um ihr Auto. Ja. Oh Gott. Wie sieht's mir auch? Ah, stimmt. Ja. Komm, das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Also mal ganz im Ernst. Wir brauchen hier einmal die Gerichtsmediziner. Gut, dann würde ich sagen, ich kümmere mich jetzt hier noch um den restlichen Fall. Ansonsten würde ich euch jetzt entlassen, wenn das für euch gefallen hat. Lasst eine positive Bewertung da. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir in Los Santos das Police Department vertreten. Ansonsten würde ich sagen, haut rein. Wir sehen uns montags, mittwochs, freitags um 15 Uhr. Haut rein und ciao, Leute.